Geschnitten, gerührt und gebrutzelt wird in der Küche des Kochhauses Zitronengras an der Astroper Straße in Sandkrug jeden Tag. Meistens stehen dort aber keine Kinder am Herd. Jetzt war aber der Verein Hatta Buffet dort zu Gast. Ein Kochkurs sollte Kindern den Umgang mit frischen Lebensmitteln näher bringen. Mit Koch Philipp Schütte und Restaurantfachfrau Sabrina Battel, Elisabeth Urban, Berti Fuchs und Wolfgang Asche durften die Kinder Hamburger zubereiten. Dazu gab es selbstgemachten Ketchup, Möhren-Orangensalat, knusprige Kartoffelecken und einen Joghurt-Limettendrink. Gegessen wurde natürlich anschließend auch gemeinsam.